Ja, Leute, heute gibt es etwas ganz Besonderes. Und zwar, wir starten eine kleine Videoreihe zusammen mit CK Phoenix. Denn wir schnappen uns beide ein Charakter-Deck zum Anime und werden dann gegeneinander spielen. Wir fangen heute an mit Yugi gegen Kaiba. Ein echter Klassiker, würde ich sagen. Und ich habe mich dazu entschieden, Kaiba zu spielen. Mal gucken, ob ich das bereue oder nicht. Auf jeden Fall werden wir eben in einem Best of Three gegeneinander antreten und dann am Ende werden wir eben noch einen neuen Charakter zugelost bekommen, den wir dann eben in der nächsten Folge spielen werden. Wichtig zu erwähnen ist, das ist ein Best of Three, wie gesagt, und hier ist nicht das ganze Duell zu sehen, sondern der Rest des Matches ist dann eben bei CK Phoenix zu sehen. Schaut also auch bei ihm vorbei, ist auch in der Endcard verlinkt. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Deck an. Und bevor wir hier aufs Deck eingehen, muss ich zu Beginn sagen, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir gewisse Karten auf jeden Fall spielen müssen, weil sonst ist es kein Charakterdeck. Ich glaube, Seto Kaiba ohne Blue Eyes wäre zum Beispiel ziemlich komisch, auch wenn der Blue Eyes gerade in so einem Format natürlich auch gerne mal ein Brick sein kann. Aber wir gehen das Ganze Stück für Stück durch. Das hier ist die Auswahl, die ich getroffen habe, denn wir haben uns geguckt, welche Karten hat alle Kaiba gespielt, also alle, die er je gespielt hat. Und daraus habe ich eben die besten ausgewählt. Aus meiner Sicht sind die das. Wir gehen eben schnell durch. Wir haben Sagi. Wie gesagt, ohne ein Sagi ist das eben kein Kaiba-Deck. Natürlich, ne, Beatstick, ein Tribut und Beatstick ist sehr gut. Besser als zwei Tribut, weil das ist natürlich viel schwieriger. Riesenkeim, Floated, super gut, Burn, perfekt. Dann ein Monster, was wiederkommt zum Tributen. Kann eventuell was ausrichten, Monster loswerden. Eventuell unsere super krasse Combo hier. Drachenrufflöte, ja, der Drachenblue Eyes. Mal gucken, ob wir sie ziehen. Dann Beatstick. Der wiederum darum funktioniert, dass man eben auch Blue Eyes rufen kann. Dann Beatstick, ein Tribun, immer gut. Dann, na, brauche ich nicht übrigens, Castle Imperator, mit Erratum hier aber trotzdem. Und natürlich Obelisk. Ey, komm, Kaiba, Obelisk, geht nicht anders. Dann Verteidigungsstopp, weil, falls der Gegner mal gut blockt, wir kommen nicht über 2000 Defense rüber, dementsprechend rein da. Flöte zum Combo. Gute Karte. Fusion könnte man rausnehmen. Die Karte ist natürlich nicht so gut, definitiv nicht. Sie funktioniert in diesem Deck auch nur mit den drei weißen Drachen. Jedoch habe ich mich dazu entschieden, das Ganze eben doch zu spielen. Einfach eben, damit man die Chance hat, auf den ultimativen weißen Drachen zu kommen, weil das ist auch Kaiba. Also, tut mir leid, wollte ich deswegen spielen. Staple. Gut, den Tributen. Wir haben Tributmonster ohne Ende. Revive. Wir spielen auch normale Monster so, von daher nicht nur den weißen Drachen. Dann Sirenengesang. Unglaublich stark, gerade wo wir wissen, dass wir gegen Yugi spielen. Dann haben wir Kahn des Untergangs. Habe ich also überlegt zu kicken, weil wir auch viele Tributmonster spielen. Aber ey, komm, den Draw nehmen wir mit. Zum Tributen. Gute Karte zum Fusionieren. Dafür müssen wir leider hier indirekt zwei Bricks spielen, obwohl der Push gut ist. Kartenvirus funktioniert theoretisch nur mit dunkler Clown oder mit zum Beispiel einer der mit Shrink. Das wollen wir nicht. Von daher, ja, ne, aber ist eine gute Karte. MST, Removal, Shrink, noch mehr Beatstick Power, Fang Controller, gute Karte. Ring stark, hält ein starkes Monster auf. Angriff annullieren könnte man auch rausnehmen, ist aber auch hier eben eine sehr ikonische Karte, dementsprechend hier drin. Und dann Schattenzauber, die gerade eben mit den ATK-Reduzierungen hier sehr gut ist. Und dann, wie gesagt, dann Extra-Deck, kann ich nicht rufen, aber ihn kann ich rufen. Also wir sehen hier also, wir haben hier die Möglichkeit und ich habe genug erklärt, jetzt rein ins Duell! Okay, ja, haben wir ja schon wieder den Salat hier. Ja, dann fangen wir dann an hier, dein First Turn. Ich sag so, die Hand sieht nicht schlecht aus bei mir. Das klingt super. Nein, ich habe aber auch. Also die Hand eben war deutlich besser. Okay. Ich spiele auf jeden Fall ein Monster verdeckt und eine Karte verdeckt. Und das war's. T-Pass. Solide. Yes. Auf Classic angelehnt. Ich mache auf Classic den Gegenpart. Ich bin Kaiba. Verstecken deiner schwächlichen Monster, Seepferdchenkaiser. 1-7, nicht schlecht. Aber. Was kommt noch? Battleface. Okay. Tja, 1800. Oh! Der Magnetkrieger. Okay, das ist krass. Aber. Setz 1. 2! 2, okay. Tja, wen willst du jetzt MSD oder Staubtonan, hä? Gut geraten, der kommt die. Das ist okay. Aber Schattenzauber. Ja, aber dann ist das wahrscheinlich Ring der Zerstörung oder so. Ja. Ah, was machen wir denn jetzt hier? Tja, du weißt, dass nächstes Zug ein Blue Eyes kommt, ne? Ja, und deshalb aktiviere ich einfach die Lichtschwerter. Oh! Ich fühle mich wirklich wie im Anime gerade. So, eine verdeckt und du bist dran. Ja, komm, ich ziehe jetzt einfach schwerer Sturm. Dann läuft ja, wenn du schwerer Sturm hast, das tut jetzt weh. So, mein Lieber, das war's. Ich beschwöre
Magischen Gin der Lampe! Geh mal zu. Okay. Okay. Ja, was soll ich denn machen, dumme Schwerter? So, ey, Junge, kann ich mal irgendwas machen können, bitte? Meine Güte. Tja, wie fühlt sich das an, wenn man nicht ziehen kann, was man will? Ja. Ich bräuchte einfach das Millenniums-Puzzle. Ja. Oh! Nein. Okay, ein weiterer Teil meines Puzzles würde jetzt ein erfahrener Duellant sagen. Nein. Aber das Puzzle wartet noch. Okay, ja dann auf jeden Fall Staubtornado. Oh, das ist jetzt sehr stark, leider. Oh, das ist jetzt sehr stark. Lohnen. Ja, die ist nicht schon schlecht. Gut. Schon, ne? Vor allem in diesem Format so. Ja. Ey, ich zieh ab's! Ich höre dich ja mal rummeckern, was ist denn los bei dir? Ja, keine Ahnung. Du hast 3 Züge Zeit gehabt! Ja, keine Ahnung, ich kann nicht mal ein Monster ziehen, außer Gamma. Ja, aber ich will nicht, dass du jetzt hier wieder, also dass da jetzt irgendwie ein Blue Eyes kommt oder dass da eben, also deswegen Mama Spalt, 1-7 weg, so. Traurig. Hätte jetzt auch, ach ja, stimmt, mein Gin liegt da hinten. Oh, nett. Ein weiterer Teil meines Puzzles. Ey, komm, was für ein Puzzle. Also hier, der weiße Drache geht jetzt nicht, ne? Hast kein Seepferdchen mehr. Was noch? Obelisk? Keine Ahnung, was hast du jetzt noch? Sitpass. Aha. Ja, ich darf ihn nicht angreifen, dann würde ich ganz anders spielen. So, nächsten Zug. Gib's dir aggressiv zurück. Ich bin gespannt. Oh! Nein. Okay. Ach. Ich aktiviere. Da, 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 da. Ja, komm! Willst du jetzt eine Seele hier opfern? Ja, alles für den Sieg. Gamma auf Gin. Zack. Du weißt, wie das Duell ausgegangen ist, als gegen Kaiba ein Siegel aktiviert wurde. Ja. Das hat Kaiba gewonnen. So, ich ziehe. Oh, das gefällt doch dem Maurice. 2000 Angriffspunkte. Was ist das schon? Ach, was kommt denn jetzt? Ich rufe Carsten, Verräterdrache! Ja, was denn auch sonst? Battle Phase Attack! Natürlich. Was kommt ja, jetzt? Ja, ey, ist doch scheiße. Was ist das denn? So, mein Lieber, ich setze eine Karte und du bist dran. Okay. So, dann ziehen wir mal. Ja, natürlich. Machen wir mal. Ah, das regeln wir mal ganz entspannt. Nein, nicht sowas. Ja, aber so ein Monster wäre schon nicht schlecht. Fair, fair. Was hat er jetzt schon wieder? So. Junge! Wie macht man das eigentlich in Master Duel? Musst du schreiben? Ich muss ja reinschreiben, weil ich bin Linistiker. Ich hab keine Ahnung, wie man es richtig schreibt. Hey, wie mach ich das? Warte, ich google, wie man die richtig schreibt. da. Was ist das? Echt google? So. Ah, er wird. Okay, ich kann es eintippen und dann. Also, wenn ich es falsch hätte, würde er mir das nicht anzeigen. Er zeigt mir an die Karte. So, mein Lieber, ich weiß, dass du gierig. Oh, jetzt hast du die in der Hand. Ich hasse es. Egal. Ich sage: herbeigerufener Totenkopf! Ja, nimm ihn dir auf die Hand. Und ich habe ein Monster auf dem Feld. Ich opfere mein Sagi dunkler Clown für den herbeigerufenen Totenkopf! Natürlich. So, mein Lieber. Natürlich. Na, wie sieht's aus? Gefällt dir das? Nee. Battle Phase Attack! Kurimo! Ah, okay, fair. Aber du bist echt ein Zeitschinder. Schwerter, Kurimo. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst mache. Ich hab sonst nichts. Also. Er hat deine eigenen Waffen geschlagen. Er ruft einen Totenkopf einfach. Halt wirklich. Auch so asozial, einfach 2-5, ein Tribut. Ja, sag dir unfaire, du hast ihn noch im Deck, nicht ich.
Sagt Siegel eigentlich noch was? Irgendwas? Ich kann nichts vom Extra-Deck beschwören. Das ist aber mächtig. Und solange ich zwei oder mehr Monster in Angriff kontrolliere, kannst du das mit den wenigsten ATK nicht angreifen. Ein weiteres Puzzle. Ach, ja. Jetzt holst du eine Schildkröte. So ein Ding ist das. Ja, wer weiß, wer weiß. Oh nein, ich weiß, was du holst. Nein! Hör auf! Nicht! Nein! Nein! Nicht! Nein! Genau den! Genau den! Warum tust du das? So, habe ich da eine Antwort drauf? Ich überlege gerade, kann ich darauf antworten? Boah, das ist echt schwer. Sad one monster? Okay, krass. Das ist krasser. Ich habe mehr Angst vor... Na, was? Hast du gesagt, du hast nur Tributmonster? Was für Tributmonster? So, mein Lieber. Wusstest du, was ich die ganze Zeit auf der Hand habe? Was denn? Ich bin gespannt. Nein! Schwer! Nein, leider nicht. kurz Angst. Oh Mann, wie kann das denn sein? Ich muss jetzt einfach da reinrennen. Das ist so schlecht, ey. Ja, bumm. Ja. Cool. Ja, was willst du denn? Ja, toll. Freut mich ja für dich. Ja, und ich aktiviere jetzt, das ist eigentlich Endlevel dumm, aber ich aktiviere meine Rettungsleine. Ich muss meine ganze Hand abwerfen. Und dann kann ich einfach meinen rachsüchtigen Magier zurückholen. Boah, krass. I mean, mit Siegel euren Kalkus ist das schon nicht schwach, ne? Ja, 1,57. Alter, das Problem ist. Ich glaube, das wird ja der Pass einfach. So, was haben wir hier? Oh. Nein, mach keine Faxen zurück. Oh. Da ist er, der Breaker. Nein. Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Zerstörung. Natürlich. Ah. Aber weißt du, was ich hab? Was? Die Werkzeuge des Banditen. Bitte, was? Hä, das ist doch... Ja, boah, du verlierst 600. Na gut, das ist ein Monster mehr, ne? Fair. Ich hab Monster mehr, ja. Fair. Boah. Du musst nicht. Und er hat den Counter noch. Oh nein! Ja. Warte, wie viel Schaden ist das? Oh mein Gott. Das ist eine Menge. Oh mein Gott. Nein, du hast jetzt nicht magischer Zylinder verdeckt, oder? Ja, wer weiß. Junge, das ist voll unfair. Das ist mein Monster. Was ist unfair? Voll gut. Okay, jetzt muss ich alles aufhauen, was ich habe. Das letzte Teil sagt, ja, mit Chaos Imperator drin. Puzzles ist da! Nein, sag nicht, du hast jetzt. Sag nicht, du hast Herr der Drachen. Herr der Drachen! Nein! Drachenrufflöte! Wie viel hast du? Wie viel hast du? Eins? Und? Möchtest du ein weiteres Spezial beschwören? Natürlich will ich das! Natürlich! Schimmerdrache! Nein! So, und jetzt. Ja, wenn da jetzt Mirror Force liegt, habe ich hier Schwierigkeiten. Und wenn da Magischer Zylinder liegt, wird es auch ein bisschen knifflig. Egal! Battleface! Geht durch. Ja. Battleface! Das ist so ja. Dumm. Battleface! Oh Mann. Du bist so. Ja, das wird jetzt interessant. Herz der Karten. Bitte. Ja, super. Okay. Was denn? Es wird der klassische Pass. Okay, mein Lieber. Was ich jetzt tue. Oh, okay, warte. Erstmal müssen wir jetzt schwerer Sturm jetzt ziehen. Deswegen mache ich jetzt die elegante Wohltäter. Ey, komm. ja, dann werfen wir die ab. Und die ab. Und jetzt. Es ist egal, ob das jetzt dumm ist oder nicht. Es ist mir sowas von egal. Aber. Nein. Oh. Warte. Ich hab gemissklickt. Es ist so egal. Ich tu's. Ich hab meine drei Monster. Wir obelisten den Beiniger. Na? Und jetzt Obelisk. Los. Beende das Duell. Attacke. Boom. Oh.
Ja, da muss natürlich entschieden werden, welche Charakter ich nächstes Mal spiele. Ich drücke das Rad. Let's go! Ich bin so gespannt. Was ist es? Oh, knapp, ganz knapp an Mai vorbei. Yugi Muto wird sein. Yugi Muto, okay. Ja, da bin ich gespannt. Ja, ich meine, nach Kaiba muss ja Yugi kommen, ist ja schon fast klar gewesen. Also ich finde, ist eine gute Wahl. Ja, gibt Schlechteres auf jeden Fall. Es hätte mich auf jeden Fall schlimmer treffen können. Ich bin ziemlich zufrieden, dass ich Yugi bekommen habe. Und jetzt aber, falls ihr den Rest des Matches sehen wollt, geht rüber zu Seeker, jetzt natürlich auch in Endcard. Und ich wünsche euch, wie immer, einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.